Unser Guide sagt, er war 1975 auf diesem Boot hier mit seinen Eltern, glaube ich. Und damals war das noch ein Autoboot. Da passten maximal 5 oder 6 Autos drauf. Und erst mit 3 oder 4 Autos sind die gefahren als Autofähre auf diesem kleinen Schiffchen hier, heute Touristenschiff. Und da passt kein Suff drauf vorne. Sind wir hier im Innern der Jugendstilapotheke und als erstes geht es zu einer Ausstellung und einem Film. Feuersturm von Orlesund, als die ganze Stadt abbrannte. Der Sturm war stark zu hören. Es war fast wie Sirenen rollen, wenn man die Ecken fliegt. Hier unten im Keller gibt es noch ein Wissenschaftslabor. Knowledge Lab. Hier kann man, wenn man noch mehr Zeit hat, was wir jetzt auf dieser Tour nicht haben, auch noch mal ganz viel lesen und erfahren und hören. Da geht hier und hier nach oben in die Ausstellungsräume. Das ist Mobiliar und Inneneinrichtung zur Art Deco-Zeit. Dann bekommen wir noch jeder ein Gemälde geschenkt und hier sind Originale von Helge Björnsson. In seiner Galerie hat er uns begrüßt gerade. Über 80 der Herr, die Familie ist nicht interessiert an der Weiterführung.
Es gibt ja eine große Auswahl an seinen tollen Gemälden. It was frozen at that time. I didn't use the salt.